Hallo bei 9,5, ich bin Johannes. Und ich bin seit über einer Stunde in diesem Wald im Rothaargebirge auf der Suche nach einem Tier. Und zwar dem größten und schwersten Landsäugetier in Europa. Nur, welches Tier ist das? Ich würde es euch sehr, sehr gerne zeigen. Das einzige Problem dabei ist, ich habe bis jetzt noch nicht mal eine Spur von dem Tier gefunden. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Und da vorne sehe ich auch schon was. Eine abgeknickte Pflanze, das könnte doch eine Spur sein. Oder auch nicht? Ich glaube, alleine komme ich hier nicht weiter. Aber zum Glück habe ich mich mit einem Profi verabredet. Hallo, ich bin Johannes. Ranger Jochen Born. Ich bin ja seit heute Morgen schon auf der Suche nach dem größten Landsäugetier in Europa. Ich habe gelesen, in Deutschland war das schon in freier Wildbahn ausgestorben, aber jetzt gibt es wieder welche. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, wie kommt das? Waren die Tiere jetzt ausgestorben oder nicht? Also wir haben einen Verein gegründet, der hat die Tiere hier wieder angesiedelt. Wir haben aus Zoos und Gehegehaltung welche bekommen und haben die jetzt wieder hier angesiedelt. Und wie kann man sich denn jetzt sicher sein, dass hier auch ein Tier gewesen ist? Ich habe heute Morgen schon nach Spuren geguckt, mal einen umgeknickten Zweig gesehen. Kann man sehen, ob jetzt hier eines von diesen Tieren war oder nicht? Also wo wir hier gerade stehen, das ist eine Spur, die die Tiere hinterlassen haben. Hier sind die öfters zum Wasser gelaufen. Aber das könnte ja auch ein Weg sein von Wanderern, oder? Nein, das ist nicht von Menschen. Wir gehen mal ein bisschen und vielleicht sehen wir noch eine Spur. Mhm. Ja, hier sieht man was. Hier. Wenn du hier genau guckst, siehst du einen Fußabdruck. Ach, hier, das? Hier rum. Ja. Ja, hier bis hier. Das Tier hat zwei Zehen. Das ist ein Fuß. Hm. Und gibt's hier noch was, woran man sehen könnte, dass das Tier hier war? Da ist noch was. Das hier? Ja. Was ist das? Da ist ein Haufen von einem Tier. Getrocknete Kacke? Getrocknete Kacke. Bitte schön. Sieht aus wie ein Kuhfladen, riecht aber nicht mehr. Wir sind also schon mal auf der richtigen Spur. Und hier ist noch ein Hinweis. Ein abgenackter Baumstamm. Da hat sich wohl jemand mal eine kleine Zwischenmahlzeit gegönnt. Vielleicht ist das Tier ja noch in der Nähe. Da. Nein, nicht das Tier, sondern ein Stück Fell vom Tier. Aber immerhin. Jetzt haben wir aber echt ein paar Spuren schon zusammen. Also wir wissen, das Tier hat zwei Zehen, große Abdrücke. Es macht kuhfladenartige Häufchen. Es frisst auch schon mal ein bisschen an einem Baum. Und so sieht das Fell aus. Habt ihr eine Ahnung, was wir suchen? Wenn nicht, dann müssen wir noch mal ein bisschen weiter gucken. Also insgesamt sollen hier 10 der großen Landsäugetiere leben. Aber weit und breit ist keins in Sicht. Ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, ne? Müssen wir es vielleicht jetzt auflösen. Also wir suchen ein Wisent. Und wie es aussieht, können wir euch nicht zeigen. Doch, wir können. Es gibt einen Plan B, oder? Sehen wir noch ein Wisent? Ja, wir haben ein Schaugehege, wo Tiere sind und die können wir sehen. Die sind dann vielleicht nicht in freier Wildbahn, aber sie sehen aus wie ein Wisent. Das sind Wisent. Ja, dann? Nur leben diese Wisente eben hinter einem Zaun im Schaugehege der Wisentwildnis. Und da sind sie. Der Wisent ist ein Verwandter des nordamerikanischen Bisons. Ein Männchen kann bis zu 2 Meter groß, 3 Meter lang und 1000 Kilo schwer werden. Normalerweise leben Wisente in Herden mit bis zu 20 Tieren. Die Herden bestehen meistens nur aus Kälbern und Kühen. Die männlichen Bullen sind eher Einzelgänger. Also, die sehen ja schon ein bisschen gefährlich aus mit ihren Hörnern. Können die einem was tun? Hier die sind natürlich den Menschen gewöhnt und sie sind eigentlich sehr scheu und laufen vor Menschen weg. Die aber nicht, weil sie uns Menschen kennen. Genau, aber hier zwischen denen und uns ist ja auch dieser Zaun zwischen. Und wenn wir aber jetzt im Wald auf die Herde gestoßen wären, dann wären die mit Sicherheit weggelaufen. Die sind aber sehr zutraulich. Also der junge Mann hier vorne, ist das der junge Bulle? Ja, das ist unser Quattro. Der ist jetzt circa 10 Monate alt. Warum sind die denn damals überhaupt ausgestorben? Ja, daran ist der Mensch leider schuld. Bis ins Mittelalter lebten Wisente in verschiedenen Regionen von Europa. Viele Menschen hatten Angst vor den großen Tieren. Und deshalb haben sie sie gejagt. So ein Wisent galt natürlich auch als schicke Jagdtrophäe. Und so wurden schließlich immer mehr Wisente getötet. Im Laufe der Zeit wurde auch der natürliche Lebensraum der Wisente immer kleiner. Menschen holzten mehr und mehr Wald ab, um das Land entweder als Acker zu nutzen
oder um Straßen und Häuser zu bauen. So verschwand in Deutschland übrigens auch mehr und mehr Lebensraum von anderen wilden Tieren. Deshalb sind zum Beispiel Braunbär und Wolf ausgestorben. Der letzte deutsche Wiesent in freier Wildbahn wurde vor etwa 250 Jahren geschossen. Lange Zeit gab es die Tiere bei uns nur noch in Zoos und Tierparks. Eben bis Jochen und seine Kollegen eine kleine Herde wieder ausgewildert haben. Unsere, die wir haben, sind die ersten in Westeuropa, die wieder in Freiheit leben. Wird denn die Herde auch noch mal ausgewildert? Nee, diese Herde bleibt dauerhaft hier in der Wiesentwildnis. Warum das? Weil diese Tiere, die hier sind, sich nicht zum Auswildern eignen. Die sind zu sehr an den Menschen gewöhnt. Und wir haben ja 3 Jahre mit den Tieren geübt, bis wir die rausfinden konnten, die man dann auch wieder freilassen kann. Moment, ihr habt geübt, dass man sie in die freie Wildbahn lassen kann? Ja. Wie übt man denn, in der freien Wildbahn zu überleben? Wir haben mit den Tieren unterschiedliche Tests gemacht, ja, wie die darauf reagieren. Wie reagieren die auf Fahrradfahrer, wie reagieren die auf Skifahrer, wie reagieren die auf Hunde. Echt? Ja. Wieso wildert man überhaupt Tiere aus, die schon mal in der Gefangenschaft gelebt haben? Ein Grund ist dafür, die Artenvielfalt zu steigern. Die Artenvielfalt steigern. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Wiesente im Wald leben, locken die andere Tiere an. Und das geht so. Der Wiesent frisst gerne Gras. Und irgendwann macht er natürlich dann sein Geschäft. Das lockt neue Tierarten an, zum Beispiel Würmer und Käfer. Die ernähren sich nämlich von dem Kot des Wiesent. Und die Würmer und Käfer locken dann auch wieder neue Tiere an, nämlich verschiedene Vogelarten oder Fledermäuse, die gerne Insekten fressen. Die Vögel, die nun im Wald leben, sind Nahrung für Raubtiere wie zum Beispiel den Baummarder. Der verrichtet auch sein Geschäft im Wald und zieht so wieder Tiere an. In einem Lebensraum wie dem Wald hängen also alle Tierarten voneinander ab. Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele verschiedene Arten zusammenleben. Stirbt nämlich eine davon aus, wie zum Beispiel der Wiesent, ist das auch für andere Tierarten schlecht. Die gefährdeten und bereits ausgestorbenen Tierarten stehen übrigens in einem dicken Buch, der sogenannten Roten Liste. Dass die Wiesente wieder hier im Rothaargebirge leben, ist also eine gute Sache. Gibt es denn durch das Auswildern auch Nachteile? Also uns sind keine Nachteile bekannt, was sicherlich durch das Auswildern gekommen ist, dass die Bevölkerung teilweise Ängste hatte vor den Tieren. Aber diese Ängste haben wir ausräumen können. Und die Wiesenten fressen auch nicht irgendwelche seltenen Kräuter weg oder beißen Bäume kaputt? Ja, wir haben ja vorhin bei unserer Fährtensuche gesehen, dass sie hier und da mal an einem Bäumchen knabbern. Aber das ist nicht so schlimm, dass man sagen könnte, es wäre ein Riesennachteil, dass jetzt die Wiesente wieder hier bei uns heimisch wären. Gibt es denn Pläne, was in Zukunft passiert? Wollt ihr im Verein noch mehr Wiesente auswildern? Also wir wollen gerne, dass die Herde, die jetzt 10-köpfig ist, sich so bis auf 20, 25 Tiere vermehrt. Mhm. Und ja, es wäre für uns schön, wenn wir Vorreiter für andere Wiesentprojekte wären, dass die Tiere halt deutschlandweit, europaweit wieder flächendeckend da wären. Dann wünsche ich euch, dass ihr damit ganz viel Erfolg habt und dass aus den 10, 20 werden. Und wenn ihr zu Hause sagt, ich möchte sehr gerne einen Wiesent auch mal in echt sehen und nicht nur im Fernsehen, dann kommt mal auf unsere Internetseite auf www.neuneinhalb.de. Dort bekommt ihr nämlich den Link zur Wildnis Wiesent und dann könnt ihr vielleicht mal hier vorbeischauen. Und du sagst dann auch Hallo, ja? Lassen kann. Moment, ihr habt geübt, dass man sie in die freie Wildbahn lassen kann. Ja. Wie übt man denn, in der freien Wildbahn zu überleben? Wir haben mit den Tieren unterschiedliche Tests gemacht, ja, wie die darauf reagieren, wie reagieren die auf Fahrradfahrer, wie reagieren die auf Skifahrer, wie reagieren die auf Hunde. Echt? Ja. Wieso wildert man überhaupt Tiere aus, die schon mal in der Gefangenschaft gelebt haben? Ein Grund ist dafür, die Artenvielfalt zu steigern. Die Artenvielfalt steigern. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Wiesente im Wald leben, locken die andere Tiere an. Und das geht so. Der Wiesent frisst gerne Gras. Und irgendwann macht er natürlich dann sein Geschäft. Das lockt neue Tierarten an, zum Beispiel Würmer und Käfer. Die ernähren sich nämlich von dem Kot des Wiesent. Und die Würmer und Käfer locken dann auch wieder neue Tiere an, nämlich verschiedene Vogelarten oder Fledermäuse, die gerne Insekten fressen. Die Vögel, die nun im Wald leben, sind Nahrung für Raubtiere wie zum Beispiel den Baummarder.
Der verrichtet auch sein Geschäft im Wald und zieht so wieder Tiere an. In einem Lebensraum wie dem Wald hängen also alle Tierarten voneinander ab. Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele verschiedene Arten zusammenleben. Stirbt nämlich eine davon aus, wie zum Beispiel der Wiesent, ist das auch für andere Tierarten schlecht. Die gefährdeten und bereits ausgestorbenen Tierarten stehen übrigens in einem dicken Buch, der sogenannten Roten Liste. Dass die Wiesente wieder hier im Rothaargebirge leben, ist also eine gute Sache. Gibt es denn durch das Auswildern auch Nachteile? Also uns sind keine Nachteile bekannt, was sicherlich durch das Auswildern gekommen ist, dass die Bevölkerung teilweise Ängste hatte vor den Tieren, aber diese Ängste haben wir ausräumen können. Und die Wiesenten fressen auch nicht irgendwelche seltenen Kräuter weg oder beißen Bäume kaputt? Ja, wir haben ja vorhin bei unserer Fährtensuche gesehen, dass sie hier und da mal an einem Bäumchen knabbern, aber das ist nicht so schlimm, dass man sagen könnte, es wäre ein Riesennachteil, dass jetzt die Wiesente wieder hier bei uns heimisch wären. Gibt es denn Pläne, was in Zukunft passiert? Wollt ihr im Verein noch mehr Wiesente auswildern? Also wir wollen gerne, dass die Herde, die jetzt 10-köpfig ist, sich so bis auf 20, 25 Tiere vermehrt. Und ja, es wäre für uns schön, wenn wir Vorreiter für andere Wiesentprojekte wären, dass die Tiere halt deutschlandweit, europaweit wieder flächendeckend da wären. Dann wünsche ich euch, dass ihr damit ganz viel Erfolg habt und dass aus den 10, 20 werden. Und wenn ihr zu Hause sagt, ich möchte sehr gerne ein Wiesent auch mal in echt sehen und nicht nur im Fernsehen, dann kommt mal auf unsere Internetseite auf www.neuneinhalb.de. Dort bekommt ihr nämlich den Link zur Wildnis Wiesent und dann könnt ihr vielleicht mal hier vorbeischauen. Und du sagst dann auch Hallo, ja? Wiesens. Ein Männchen kann bis zu 2 Meter groß, 3 Meter lang und 1000 Kilo schwer werden. Normalerweise leben Wiesente in Herden mit bis zu 20 Tieren. Die Herden bestehen meistens nur aus Kälbern und Kühen. Die männlichen Bullen sind eher Einzelgänger. Also, die sehen ja schon ein bisschen gefährlich aus mit ihren Hörnern. Können die einem was tun? Hier, die sind natürlich den Menschen gewöhnt und sie sind eigentlich sehr scheu und laufen vor Menschen weg. Die aber nicht, weil sie uns Menschen kennen. Genau, aber hier zwischen denen und uns ist ja auch dieser Zaun zwischen. Und wenn wir aber jetzt im Wald auf die Herde gestoßen wären, dann wären die mit Sicherheit weggelaufen. Die sind aber sehr zutraulich. Also der junge Mann hier vorne, ist das der junge Bulle? Ja, das ist unser Quattro. Der ist jetzt circa 10 Monate alt. Warum sind die denn damals überhaupt ausgestorben? Ja, daran ist der Mensch leider schuld. Bis ins Mittelalter lebten Wiesente in verschiedenen Regionen von Europa. Viele Menschen hatten Angst vor den großen Tieren. Und deshalb haben sie gejagt. So ein Wiesent galt natürlich auch als schicke Jagdtrophäe. Und so wurden schließlich immer mehr Wiesente getötet. Im Laufe der Zeit wurde auch der natürliche Lebensraum der Wiesente immer kleiner. Menschen holzten mehr und mehr Wald ab, um das Land entweder als Acker zu nutzen oder um Straßen und Häuser zu bauen. So verschwand in Deutschland übrigens auch mehr und mehr Lebensraum von anderen wilden Tieren. Deshalb sind zum Beispiel Braunbär und Wolf ausgestorben. Der letzte deutsche Wiesent in freier Wildbahn wurde vor etwa 250 Jahren geschossen. Lange Zeit gab es die Tiere bei uns nur noch in Zoos und Tierparks. Eben bis Jochen und seine Kollegen eine kleine Herde wieder ausgewildert haben. Unsere, die wir haben, sind die ersten in Westeuropa, die wieder in Freiheit leben. Wird denn die Herde auch noch mal ausgewildert? Nee, diese Herde bleibt dauerhaft hier in der Wiesent-Wildnis. Warum das? Weil diese Tiere, die hier sind, sich nicht zum Auswildern eignen. Die sind zu sehr an den Menschen gewöhnt. Und wir haben ja 3 Jahre mit den Tieren geübt, bis wir die rausfinden konnten, die man dann auch wieder freilassen kann. Moment, ihr habt geübt, dass man sie in die freie Wildbahn lassen kann? Ja. Wie übt man denn, in der freien Wildbahn zu überleben? Wir haben mit den Tieren unterschiedliche Tests gemacht, ja, wie die darauf reagieren. Wie reagieren die auf Fahrradfahrer, wie reagieren die auf Skifahrer, wie reagieren die auf Hunde. Echt? Ja. Wieso wildert man überhaupt Tiere aus, die schon mal in der Gefangenschaft gelebt haben? Ein Grund ist dafür, die Artenvielfalt zu steigern. Die Artenvielfalt steigern. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Wiesente im Wald leben, locken die andere Tiere an. Und das geht so. Der Wiesent frisst gerne Gras.
Und irgendwann macht er natürlich dann sein Geschäft. Er lang und 1000 Kilo schwer werden. Normalerweise leben Wisente in Herden mit bis zu 20 Tieren. Die Herden bestehen meistens nur aus Kälbern und Kühen. Die männlichen Bullen sind eher Einzelgänger. Also, die sehen ja schon ein bisschen gefährlich aus mit ihren Hörnern. Können die einem was tun? Hier, die sind natürlich den Menschen gewöhnt und sie sind eigentlich sehr scheu und laufen vor Menschen weg. Die aber nicht, weil sie uns Menschen kennen. Genau, aber hier zwischen denen und uns ist ja auch dieser Zaun zwischen. Und wenn wir aber jetzt im Wald auf die Herde gestoßen wären, dann wären die mit Sicherheit weggelaufen. Die sind aber sehr zutraulich. Also der junge Mann hier vorne, ist das der junge Bulle? Ja, das ist unser Quattro. Der ist jetzt circa 10 Monate alt. Warum sind die denn damals überhaupt ausgestorben? Ja, daran ist der Mensch leider schuld. Bis ins Mittelalter lebten Wisente in verschiedenen Regionen von Europa. Viele Menschen hatten Angst vor den großen Tieren. Und deshalb haben sie sie gejagt. So ein Wisent galt natürlich auch als schicke Jagdtrophäe. Und so wurden schließlich immer mehr Wisente getötet. Im Laufe der Zeit wurde auch der natürliche Lebensraum der Wisente immer kleiner. Menschen holzten mehr und mehr Wald ab, um das Land entweder als Acker zu nutzen oder um Straßen und Häuser zu bauen. So verschwand in Deutschland übrigens auch mehr und mehr Lebensraum von anderen wilden Tieren. Deshalb sind zum Beispiel Braunbär und Wolf ausgestorben. Der letzte deutsche Wisent in freier Wildbahn wurde vor etwa 250 Jahren geschossen. Lange Zeit gab es die Tiere bei uns nur noch in Zoos und Tierparks. Eben bis Jochen und seine Kollegen eine kleine Herde wieder ausgewildert haben. Unsere, die wir haben, sind die ersten in Westeuropa, die wieder in Freiheit leben. Wird denn die Herde auch noch mal ausgewildert? Nee, diese Herde bleibt dauerhaft hier in der Wisent-Wildnis. Warum das? Weil diese Tiere, die hier sind, sich nicht zum Auswildern eignen. Die sind zu sehr an den Menschen gewöhnt. Und wir haben ja 3 Jahre mit den Tieren geübt, bis wir die rausfinden konnten, die man dann auch wieder freilassen kann. Moment, ihr habt geübt, dass man sie in die freie Wildbahn lassen kann? Ja. Wie übt man denn, in der freien Wildbahn zu überleben? Wir haben mit den Tieren unterschiedliche Tests gemacht, ja, wie die darauf reagieren, wie reagieren die auf Fahrradfahrer, wie reagieren die auf Skifahrer, wie reagieren die auf Hunde. Echt? Ja. Wieso wildert man überhaupt Tiere aus, die schon mal in der Gefangenschaft gelebt haben? Ein Grund ist dafür, die Artenvielfalt zu steigern. Die Artenvielfalt steigern. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Wisente im Wald leben, locken sie andere Tiere an. Und das geht so. Der Wisent frisst gerne Gras. Und irgendwann macht er natürlich dann sein Geschäft. Das lockt neue Tierarten an, zum Beispiel Würmer und Käfer.